Ja, willkommen bei einer weiteren Episode Ultimate Team und ja, es geht ins Halbfinale. Habe ich entschlossen, das Ganze direkt durchzuziehen. Für die, die jetzt erst einschalten, das Achtelfinale konnten wir souverän mit 7-3 gewinnen. Und das Spiel, ja, stand kurz davor zu kippen beim Stande von 2-2, also 2-0 in Front lagen, aber dann am Ende souverän 7-4 gewonnen. Jetzt geht's ins Halbfinale. Muss man gerade auf die Fitness glotzen. Die sieht souverän bei allen noch aus. Von daher machen wir weiter Verträge, ja, es passt auch sehr, sehr gut. Und dann suchen wir unseren Halbfinalgegner. Ärgert das MLS-Team weiter hier die großen Mannschaften. Also sie hat wirklich Glück mit den Gegnern. Im Achtelfinale von der Chemie haben wir da deutlichen Chemievorteil gehabt. Und ja, bei ihm, er hat halt nicht so die Fähigkeit wirklich da was zu machen. Und jetzt spielen wir gegen Arabs 4, it's sick. Und ich glaube, dieser Gegner... Okay, ich habe gerade eben auch gedacht, dass der eine Gegner schon ein gutes Team hat, aber ich glaube, jetzt im Halbfinale, da gibt es ohne Gnade nur noch brutale Gegner. Und das ist ein brutaler Gegner. Wir haben einen brutalen Gegner erwischt. Ronaldo, Messi, Özil, Falcao und Xavi. Leute, das ist ekelhaft. Also wenn wir hier weiterkommen, dann haben wir wirklich was vollbracht. Dann haben wir wirklich was vollbracht. Hier muss heute alles zusammenpassen. Ansonsten gibt das hier ein 8-9-0 Ausscheiden. Viele sehen jetzt auch zum ersten Mal wahrscheinlich eine Episode von Ultimate Team. Messi und Ronaldo in einem Team. Bah, Leute, das ist übertrieben. Das ist ekelhaft. Dann haben wir noch so ein komisches Stadion, wo die Sicht so ganz komisch ist, ey. Bah, wir haben hier wirklich einen übertriebenen Ultimate Team Spieler erwischt. Und so viele Pässe kannst du dir hier nicht erlauben. So viele Pässe kannst du dir nicht erlauben. Die werden jetzt bitterbös bestraft. Die werden bitterbös bestraft. 1-0 in der dritten Minute durch Ronaldo. Das fängt wirklich sensationell an. Zweimal Pfosten und dann drin. Also wenn das in dem Takt so weitergeht, 3-Minuten-Takt, dann dürften uns die ganz böse 90 Minuten wiederfahren. Aber ich werde von meiner Taktik nicht abweichen, denn ich habe keine. Und probiere einfach mein Bestes zu geben. Und mein Bestes ist gerade nach 3 Minuten erloschen. So. Probieren wir einfach. Ja, das stellt er wirklich gut zu. Messi ist wieder durch. Messi pace durch. Messi pace durch. Und schiebt ihn am Tor vorbei. Bah, er ist eine Dreier. Der nutzt natürlich auch jetzt meine Dreierabwehrkette aus. Ich hätte niemals gedacht... Natürlich, wobei ich natürlich hätte mit rechnen müssen, dass ich auf sowas treffen werde. Aber ich hätte niemals gedacht, dass sowas hier kommt. 2-0 durch Ronaldo, 7. Spielminute. Puh, das wird böse. Eieiei. Wir sollten vielleicht das Ganze doch auf sehr defensiv umstellen. Also, liebe Freunde, ich kann mir gewiss auf eine Kommentarflut an. Negativkommentaren einstellen, aber das diesem Gegner bin ich nicht gewachsen. Tut mir leid. Diesem Gegner bin ich nicht gewachsen. Der ist meilenweit voraus. Das hängt auch gewiss ein bisschen mit der Stärke zusammen, aber der ist auch von den Skills her meilenweit von mir entfernt. Das sind Lichtjahre zwischen uns beiden. Und das demonstriert er mir jetzt hier auch wahrscheinlich in diesem Angriff. Oh, das ist klasse zurückgelegt. Das ist klasse zurückgelegt. Die Maria mit dem 3-0. Wie gesagt, das werden bittere 90 Minuten. Ich werde aber nicht rausgehen, denn ich bin nicht so einer, der auch beim Stande von 9-0 ziehe ich das durch. Wenigstens bekommt ihr Tore zu sehen und schöne Angriffe. Da ist ja auch mal... Ist ja auch mal was Schönes. Wir jetzt auch mal ein bisschen direkt zu spielen. Oh, das wäre doch mal fast was geworden. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Was sollst du machen? Alter, werde ich umgesäbelt und es gibt nicht mal einen Freistoß. Also, in dem Spiel bekomme ich wirklich alles ab. Der Pass kommt auch perfekt auf die Maria. Und wir schwanen schon sowas Böses vor, dass es hier jetzt gleich 4-0 steht. Ne, hab den Zweikampf gewonnen. Jawohl. Die Vajo. Jawohl. Jawohl, Junge, komm. Oh Gott!
Ach du Scheiße! Ich habe vor dem Spiel angesprochen, dass so Chancen, wenn man solche Chancen bekommt, dass man sie nutzen muss. Und jetzt schiebt er mir den Ball hier. Oh Gott. Und was mach ich denn hier, wenn man so Chancen bekommt, dass man sie nutzen muss? Und was mache ich? Ich lasse sie liegen, anstatt sie zu nutzen. Und dann wird mein Sohn im Spiel deutlichst abgefertigt. Heieiei. Ich glaube, jetzt spielt er eher ein bisschen mit mir. Jetzt die Chancen, die waren von ihm beabsichtigt. Das behaupte ich jetzt einfach mal, denn wenn er hier wieder gleich drei Gänge reinlegt, dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Aber immerhin ist das für mich zumindest vom Ergebnis noch erträglich. Aber die Maria bekommt da den Ball auf der rechten Seite. Und den Zweikampf, den hat mal Beckham gewonnen. Den ziehen wir auch mal ab, oder? Ach Gott. Und das sind dann meine Fernschüsse. Ronaldos und die Varios Fernschüsse, das sind auch Vergleiche, die man gar nicht ziehen sollte. Friedl knallt den Ball einfach weg. Hauptsache weg mit dem Ball, Hauptsache nicht nochmal so ein Fernschuss von Ronaldo, den er eh nicht halten kann. Da denkt sich der Brett. Heieiei, also übertriebenes Team, ey. So, vielleicht kriegen wir jetzt mal eine Aktion zustande. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Aktion zustande. Ah, nein, kriegen wir nicht. Sergio Ramos, die Kante da hinten. Wenn gleich einer auf Pep trifft, hat er eh die Knochen gebrochen, nehme ich mal an. Alter Schwede, ey, das ist übertriebenst. Das ist übertriebenst, das hier. Alter. Ah, jetzt. Jetzt gibt's schöne Angriffe zu bewundern, zu bestaunen. Ich muss vom Tor wegziehen. Ich muss vom Tor wegziehen. Muss jetzt irgendwie eine Flanke reinbekommen. Die bekomme ich rein, aber da liegt Casillas dann auch schon perfekt am Boden. Ohne Gefahr, dieser Angriff. Ronaldo, Ronaldo. Das ist wirklich. Also, es ist eine Freude, ihm zuzugucken. Schade, dass ich das Ganze hier abbekomme. Aber naja. Was willst du machen, Ronaldo? Das könnte ein 4-0 geben. Das könnte ein 4-0 geben. Boah. Ohne Worte. Begünstigt auch durch meine Fehler, aber ohne Worte dieser Treffer. Und es geht weiter. Die Ronaldo-Show geht weiter. Spielt er mir ein gewiss in die Füße? Natürlich will er mir in die Füße spielen. Gut, dass er sich da nicht fallen gelassen hat. Ja, jetzt klär ich das Ding erstmal, ey. Alter. Ach, den kann doch Pep nie, Pep sage ich schon. Den kann doch Key niemals erreichen gegen Pep. Mann, oh Mann, oh Mann. Na, Freistoß. Tiffert sie die gelbe hier, den gelben Karton. Ah, Gott. Klappt selbst nicht mal. Die einfachste Sache klappt nicht mal. Und jetzt kommt wahrscheinlich eine Traumflanke oder sowas. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Was muss man für ein Pech haben? Erst hatte ich Glück mit den Gegnern und dann erwischt es einmal. Wenn es einen erwischt, dann so richtig. Und dann kriegst du es faustdick hinter die Ohren. Einfach mal chippen auf die Vario durch. Aber der Ball ist dann auch schon wieder weg. Weil die Verteidigung Bombe steht, weil die Verteidigung Bombe ist. Weil das Team Bombe ist. Beckham zeigt diesen kleinen Naftnasen mal, dass er auch noch was kann. Donovan. Die Flanke kommt. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön, das freut mich. Und es steht 4:1. Und lassen wir das Spiel einfach mal weiterlaufen, würde ich sagen. Das ist schon so ein kleiner Drecksack. Er lässt mich kommen. Er zieht dann hier meine Mittelfeldspieler raus. Ah.
Mit 4-1 geht's in die Pause. Ronaldo mit Traumtreffern. Dieser Fernschuss war wirklich eine Klasse für sich. Dann das vierte Tor, darüber wollen wir gar nicht reden. Ja, das musste das denn sein. Mann, oh Mann. Ja, Ball hätte eigentlich schon beim zweiten Anlauf reingehen müssen, aber naja. Dann wollen wir mal weitermachen gegen das Primera División Team. Ronaldo, oh Gott, das geht ja. Für Ronaldo ist das hier so, sind das so Fahnenstangen. Für Ronaldo sind das Fahnenstangen. Für Ronaldo sind das Fahnenstangen. Ja, geil! Da hatte ich gedacht, boah, ne, zu viel getrickst. Erstmal mal wegschießen. Mach gleich noch, muss ich erstmal ausruhen. Özil, Traumpass auf Falcao, komm wieder. Jawohl. Ah. Shit. Tiffert. Falcao. Ja, oder wer war's denn? Ja, doch Falcao, ne? So, Keen. Ah, ich ziehe aber immer auch in den Gegner rein. Wenn ich dann schon Freiraum habe, dann ziehe ich dennoch in den Gegner rein. Hier hat er anstatt Boden gewonnen, hat er ja Boden verloren. Ah, ich will es schön spielen. Und dann klappt es. Und er kriegt noch den Einwurf, weil er unbedingt dahin gehen muss. Das ist Fleisch, das für mich. Ach komm, hier spielen wir kurz. Das Doppelpässchen. Ach Gott. Dann fehlt es mir wirklich an der Genauigkeit in meinen Pässen. Um dann wirklich auch mal gefährlich vors Tor zu kommen. Die Pässe müssen genau kommen, dann hätte es vielleicht gefährlich werden können. Der Lupfer, der ist fast perfekt. Fast perfekter Lupfer von Falcao. Mal nach vorne. Vielleicht kommt er ja an. Vielleicht kommt er ja an. Der kommt an. Der kommt an, aber... Dann ist auch wieder Piqué oder Sergio Ramos oder wer es auch immer war. Der Verteidiger kriegt die Füße dazwischen. Unsere Angriffe gehen nur bis zum Mittelfeld und dann ist auch hier schon wieder Schicht im Schacht. Die Maria auf rechts. Ja, das hat er geahnt, das hat er gerochen, den Braten. Jetzt geht die Messi-Show ab. Nee, geht sie nicht. 2 gegen 1. 2 gegen 1 und wir spielen es wieder schlecht. Holen uns nicht den Ball, weil dieser Ramos einfach nur fett und hässlich ist. Boah, selbst das läuft wie geschmiert. Ach, das kann sich nicht durchsetzen. Da kannst du es mit Pace echt vergessen. Das sind Maschinen da hinten drin, Ronaldo. Beckham. Beckham zeigt hier dem Ronaldo, wo der Hammer hängt. Zweite Halbzeit ist er wirklich mal aus dem Spiel genommen worden. Pepe, ganz locker flockig. Jetzt kommt Ronaldo. Jetzt fehlt Beckham, jetzt kann auch keiner aus dem Spiel genommen werden. Oh, das ist natürlich feinstens gemacht, aber lässt dann die Chance liegen. Ohne Mühe, ohne Not spielt er hier das Ganze runter. Ah, da muss ich außen hin spielen. Probiere es so umständlich. Und dann der Fernschuss. Da hat er mal aufs Radärchen geguckt, da der Friedel ein bisschen weit vor seiner Hütte stand. Und mal abgezogen und das hätte durchaus gefährlich werden können. Ja, jetzt eröffne ich ihm auch wahrscheinlich noch den 5. Treffer. Ah. Ah, Mann. Tiger bekommt es konsolidiert. Özil, was macht er? Was macht er? Spielt auf Ronaldo, natürlich auf Ronaldo, auf wen auch sonst. Auf wen auch sonst? Messi. Friedl hat ihn.
Jetzt mal einen langen Abwurf vielleicht. Und dann kommt der Abwurf nicht mehr durch. Grätsche perfekt gesessen. Nur den Ball getroffen. Oh Gott, die Vario sollte starten und nicht Robbie Keane. Also ich glaube, wenn es hier 3 gestanden hätte oder so, dann hätte wieder 2 Gänge hochgeschaltet. Und das gibt einen Elfmeter. Jawohl, jawohl, da passt alles zusammen, ey. Völlig unnötig eigentlich. Ronaldo lief da schon fast Richtung aus. Jetzt lässt er wahrscheinlich noch Garcia so schießen. Nehme ich mal an. Eieiei. Er war hier völlig unnötig. Hier zieht er eigentlich nach links. Musste nicht sein. Jetzt oder Ronaldo, wie auch immer. Was macht er? Ja, hämmert ihn rein. Dachte, der ist jetzt auch noch so ein Arschloch und lupft den da irgendwie rein. Habe ich mich verspekuliert. 5-1. Die ersten 10 Minuten waren so ein bisschen Schockstarre. Ach Gott, warum immer Steilpässe? Warum immer Steilpässe? Gewöhnt es dir doch mal ab, Sascha. Ronaldo wahrscheinlich jetzt von hinten, so von ganz hinten nach Beckham. Da wurde er jetzt mal vernascht. Da wurde er jetzt mal vernascht, aber Beckham, da holt er sich den Ball. Und die Vario. Cahill! Schade. Immer mal wieder ein Angriff. Für 4 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ronaldo, was macht er? Ja, zieht einfach vorbei. Donovan wird da wahrscheinlich schlecht hinterherkommen. Ziehen wir mit John raus. Jetzt zieht er wieder in 16er und Beckham kauft Ronaldo sowas von den Schneid ab. Das ist echt göttlich. So. Ja, die Vario bleibt wenigstens mal am Ball. Cahill zieht durch. Cahill zieht durch. Jawohl. Cahill nochmal mit einem Ehrentreffer. Wer weiß, ob mehr drin gewesen wäre, wenn diese ersten katastrophalen 10 Minuten nicht von mir gewesen wären. Oder von ihm die ersten Bomben 10 Minuten, wo alles geklappt hat. Cahill gestaltet das Ergebnis erträglich. Auf jeden Fall. Gau. Mann, Mann, Mann. Eieiei. Hat Messi eigentlich getroffen? Ich glaube noch nicht, ne? Ja. Das Thema hätten wir dann auch jetzt gerade abgeschlossen. Messi macht das 6-2 für ihn. Die Vario. Schade. Und dann ist Schluss. Aus, vorbei mit der Daily Invitational. 6-2 scheiden wir im Halbfinale aus gegen ein von der Stärke her deutlich zu starkes Team, von Gesamtstärke insgesamt 10 mehr. Also da müssen wir ihn einfach beglückwünschen und respektieren, dass da wahrscheinlich einfach nichts. Das war realistisch betrachtet, ging da einfach nichts. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Lasst mich das doch mal in den Kommentaren wissen. So, unser Abenteuer hier ist beendet. Mal sehen, ob ich nochmal irgendwann eine anfange. Muss mal sehen, nachdem wie die läuft. Ich probiere jetzt erstmal im Einzelspieler mir die 5000 Münzen neu zu ergattern. Das ist für euch eher nicht so interessant. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Bin jetzt raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.